Es wird gruselig in New Super Mario Bros. Wii, Freunde. Willkommen zurück. Wir spielen jetzt weiter hier in Pumpkin Boneyard. Und zwar Welt 6-2, die Pumpkin Road. Und ich denke, spätestens jetzt, oh ja, da unten ist schon der erste Star Coin, sind wir final in der wirklich gruseligen Welt angekommen. Das letzte Level war quasi noch so ein Übergang von Eis in Gruselwelt. Aber ich glaube, jetzt können wir wirklich behaupten, dass wir auf dem Pumpkin Boneyard angekommen sind und mal sehen, was dieser Ort hier so für uns zu bieten hat. Auf jeden Fall gibt es hier große Kürbisse, die man zerstören kann. Und das sieht so aus, als ob ich mich hier nach oben feuern könnte. Als ob das so eine Röhre wäre, die mich nach oben schießt, weil ich dann genau einfach perfekt diese beiden Kollegen kille und dafür verdammt viel Geld bekomme. Warum, Freunde? Warum ist da der Pfeil nach oben? Was soll mir das aussagen? Warum sieht das so verdächtig aus? Oder sagt er, ich soll hier ganz hoch? Kann ich irgendwas bei dieser Röhre tun? Nee, irgendwie nicht so ganz, ne? Okay, der Pfeil verwirrt mich. Oder soll er mich so verarschen, dass ich versuche, an diese Blöcke ranzukommen, die gerade so auf mich losgeflattert sind? Soll das so ein Troll sein? Oh, guck mal! Hier ist sogar eine Mario... Kürbis-Vogelscheuche. Ja, wie nice ist das denn? Ey, auf jeden Fall geiler Scheiß, der hier abgeht. Wir müssen jetzt, wie gesagt, nur mal ganz genau ein Auge drauf haben, ob wir jetzt nicht hier gerade schon die Starcoin Nummer 2 verpassen. Weil der Pfeil sah irgendwie sehr verdächtig aus, aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was er versucht hat, mir zu vermitteln. Das ist irgendwie nicht so ganz bei mir angekommen. Und ich habe auf der einen Seite das Bedürfnis, alle Kürbisse kaputt zu machen. Auf der anderen Seite habe ich auch Angst, dass wenn ich vielleicht die Kürbisse zu voreilig kaputt mache, dass ich mir dann irgendwie, ich weiß nicht, den Weg verbaue oder so. Dass ich die vielleicht irgendwo so als Stütze brauche, ne? Um zum Beispiel hier hochzukommen, weil hier verdammt viele Kürbisse sind. Aber nee, ich glaube nicht. Aber jetzt geht es von hier für mich nicht mehr zurück. Außer... ich schaffe diesen Sprung hier noch. Ja, das geht. Dann machen wir mal die kaputt. Auch das bringt mir jetzt irgendwie alles noch nicht so viel. Und wenn ich jetzt hier runterlöse, nee. Also ich mache irgendwie sehr viele Kürbisse kaputt. Ich finde, ich gebe da mein Bestes. So wirklich belohnt werde ich dafür noch nicht. Oh, und verdammt, Freunde. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Starcoin 2 finde. Ja, wahrscheinlich schon. Hinter irgendeinem dieser Kürbisse vermutlich. Und ich habe den jetzt nicht abgespeichert. Das ist der Punkt. Da ist sie, Freunde. Da ist Starcoin Nummer 2. Sprich, wenn ich jetzt sterbe, muss ich die halt immer wieder einsammeln. Und das ist halt total hohl. Aber naja, das lässt sich jetzt nicht ändern. Wir werden einfach weiter unser Bestes geben. Oh Gott! Goombas an Kanten sind immer teuflisch. Weil die ganz weirde Hitboxen da haben. Oh. Okay, und hier brauche ich den Kollegen. Ich verstehe. Das funktioniert. Wahrscheinlich wollten die sogar, dass ich mir so ein Trampolin mitnehme. Aber pff. Freunde, wer braucht ein Trampolin? So, und hier kann ich mich wahrscheinlich nochmal nach oben schießen. Die Frage ist nur, wo lande ich dann? Oder kann ich da auch denn darüber? Ja, kann ich. Und dann kann ich euch alle erledigen. Da kriege ich aber keinen Cash für. Okay, also... insofern es hier keinen Secret Exit gibt, haben wir das Level erfolgreich geschafft und ich liebe das Weltenteam, Freunde. Es sieht großartig aus. Ich habe richtig Lust, mich hier umzugucken und yes, das Weltenpad, ne, dieser Untergrund, er ist blau. Das bedeutet für uns, dass wir alles geschafft haben, dass wir nicht den Secret Exit verpasst haben. So, und jetzt gucken wir mal nach, was hier abgeht. Okay, und hier ist eindeutig ein Pfeil, der uns sagt, wir sollen uns hier mal nach unten buddeln. Oh, wow, jetzt habe ich das echt vercheckt. Alles klar. Also das hier ist jetzt ein Level, welches komplett darauf aufbaut. Schaut mal, da drüben kann ich auch rüber. Welches komplett darauf aufbaut, dass man hier unterirdisch sozusagen weiterkommt. Und ich glaube, dass ich hier das aufmachen kann. Das haben wir auch gesehen. Und vielleicht werden wir jetzt hier gleich mit Starcoin Nummer 1 belohnt. Wunderbar. Da drüben kommt direkt nochmal ein Untergrund. Das heißt, wenn wir jetzt gleich hier reindüsen, dann müssten wir theoretisch hier, glaube ich, nochmal irgendwo in den Untergrund gelangen, oder? Nee, noch nicht. Aber wir sehen, dass es hier lang geht. Man erkennt es auch immer an dieser etwas rissigen Textur, dass es da reingeht.
Boah, okay. Und wow. Hier ist einfach instant Starcoin Nummer 2. Alles klar. Wir kommen schnell voran. Und vor allem, ich sag mal, ohne große Probleme oder so. Da drüben ist wieder eine Röhre. Die können wir auch gleich abchecken. Ich denke jetzt mal nicht, dass sie direkt Starcoin Nummer 3 sein wird, oder? Naja, obwohl. Nee, wird es nicht sein. Aber man kriegt den Hinweis, glaube ich, dass sozusagen hier nebendran auch noch was ist. Ey, aber das Prinzip ist sau cool, dass man hier sozusagen so eine Art, ja, so eine Art Boris aus The Legend of Zelda ist. Einfach so ein Friedhofsmitarbeiter, so ein Totengräber. Und hier sozusagen in diese Gräber reinschaut. So, hier sind ganz viele Röhren. Keine Sorge, die überprüfe ich gleich. Das ist einfach so ein Riesengrab. Ich glaube tatsächlich nicht, dass da unten Starcoin Nummer 3 ist. Habe ich eigentlich schon die Halbzeitflagge aktiviert? Nee, oder? Oder doch? Und ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr. Ja, das ist einfach nur hier. Einfach nur ganz entspannt. Ein bisschen Cash. Aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass dann da direkt die 3 ist. Ich weiß es legit nicht, Freunde. Wir gehen mal wieder nach oben. Einfach mal um zu schauen, ob hier vielleicht noch irgendwas Spannendes ist. Ah, okay. Da ist die Checkpoint-Flagge. Hier können wir auf jeden Fall schon mal unseren Progress speichern. Und hier sind zwar keine Risse, aber irgendwann habe ich das... Habe ich das Bedürfnis, auch hier alles abzuchecken? Ach Gott, verdammt, Freunde. Warum ist das so schwer? Oho! Und was haben wir denn hier? Einen Secret Exit. Okay, das ist geil. Das ist richtig gut. So. Ich hoffe nur, dass ich eben Starcoin 3 nicht verpasst habe. Also gerade bei diesen Geistern, die sich da im Kreis gedreht haben mit diesen Gräbern... I don't know. Und der führt mich sogar zu diesem Geisterhaus. Okay, sehr spannend. Aber wir haben noch mehr zu tun, Freunde. So, hier unten geht's weiter. Mal gucken, ob wir Starcoin 3 hier noch finden. Wenn nicht, wissen, also habe ich eine Vermutung, wo ich buddeln muss. So. Oh Gott, hier sind so viele Röhren, die mich nach oben führen. Woher soll ich denn wissen, was jetzt hier die richtige ist? Ich nehme jetzt einfach mal hier die hintere... Keine Ahnung, ob das richtig ist. Nein, ich glaube, es war nicht richtig. Oh, wie hätte ich das wissen sollen? No! Das müffelt. Okay, Freunde, dann probieren wir diese Röhre, wenn ich hoch genug hüpfen kann. Ja. Und ja, hier ist sie auch. Wow. Ja, so einfach kann es sein, ne? Ich wusste es halt nicht. Ich dachte mir so, okay, hier sind so viele Röhren. Verdammt, ich habe doch keine Ahnung, wo es jetzt hier für mich weitergeht. Aber jetzt habe ich es rausgefunden. Und damit können wir dieses Level hier erfolgreich abschließen. Guck mal. Da können wir uns sogar noch in den Weg bauen. Da können wir uns unser 99. Leben wieder zurückholen. Wunderbärchen. Das ist doch eine nice Sache. Schönes Level. Sehr kreatives Level. Geil umgesetzt. Schöne Grafiken, schöne Ideen. Alles in allem einwandfrei. Und wow, das hört mich sogar jetzt hier zu dem Turm. Alles klar. Und in der Welt gibt es natürlich mehrere Geisterhäuser. Aber wir gehen jetzt hier mal in die erste Mansion. In das Kolossushaus. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so, als ob hier jetzt vielleicht, ich weiß nicht. Na, wir haben den großen Bu. Ja, als ob es hier einen riesigen Bu gibt. Nämlich einen kolossalen Bu. Und warum habe ich noch das Gefühl, dass das hier ein Fake ist? Uhu. Okay, also. Oh, geile Mucke. Das müsste Mario Galaxy sein vom Soundtrack her. Da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt, wie wir hier veräppelt werden. Das sieht doch schon nach einer weiteren Veräppelung aus. Ja, alles klar. So, Türen über Türen und ach du Kacke. Ja, ich bin ready, Game. Oh Gott. Eine komplett Verarsche auf allen Ebenen. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, wie viel der aushält. Oh, das juckt den gar nicht. Da hätte ich jetzt auch richtig ärgerlich getroffen werden können. Ich bin gehüpft! Und hier hinter diesem Behus könnte auch eine Starcoin sein. Und exakt hier ist auch eine, Freunde. Verdammte Axt. Nicht draufgehen, please. Okay, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. Hier unten durch. Nein. Kacke. So, jetzt hier über... Den Meister drüber hüpfen oder auch nicht, Mann! So, ein neuer Versuch, über den Meister drüber zu hüpfen. Jawollo!
Und jetzt sind wir wieder am Start. So, wie komme ich da runter? Okay, ich kann das hier absinken lassen. Was prinzipiell gut ist, aber es bringt mir nicht viel. Aber ich würde ja irgendwie gern zu der Röhre da drüben kommen. Ha. Okay, ich schaue hier jetzt mal immer rechts und links nach, ob es hier irgendwas für uns gibt. Aber nein. Aber ich könnte mich hier auch theoretisch ganz weit nach oben fahren lassen. Und dann da oben nach einem Secret suchen. Oder kann ich hier irgendwie runterfallen? Oh, nee. Verzieh dich. Ja, es sind diese Level, Freunde. Fragen über Fragen. Alles nicht so einfach, hier an die passende Lösung zu kommen. Nee, aber hier scheint erstmal nichts zu sein. 8 Millionen Türen, so der Box ist dieses Fass, genau. Ja, ich werde auch hier jede Tür ausprobieren, auch wenn die alle sehr fake wirken. So, probieren müssen wir es. Aha. Und da ist ein Eingang. Und der führt mich hier hin. Das ist schön. Das ist einfach nur um P-Switch. Warte mal. Was soll mir das sagen? Soll das irgendwas darstellen? Sollte das irgendeine Form darstellen? Es sollte irgendwie zeigen, dass die nach oben fahren. Aber ich weiß es nicht, Freunde. Noch eine Tür? Okay. Oh boy, und das sieht man sehr schön. Da ist Starcoin Nummer 2. Hey, ich liebe es, wie die immer hier mit diesen Fake-Starcoins arbeiten, auch wenn die natürlich sehr, sehr leicht zu erkennen sind. Trotzdem eine coole Idee. So, und du bewachst doch safe eine Tür, ja. Das dachte ich mir. Okay. So weit, so gut. Und das ist auch nur ein Fake-Wetten? Ja. Man sieht es bloß nicht immer, wenn das Spiel ein Standbild wird. Das ist immer dann, wenn Mario in irgendeiner Animation ist. Dann sieht man immer nur, dass deine Coin ist. Aber man sieht halt noch nicht, in welche Richtung sie sich dreht. Ich bin gespannt, ob auch noch irgendwann eine Fake-Starcoin kommt, die sich in die richtige Richtung dreht. I don't know. So, oben oder unten lang? Tatsächlich glaube ich, dass unten lang smarter ist. Weil von unten kommen wir nämlich immer nach oben. Aber von oben kommen wir nicht nach unten. So, und wir haben jetzt zwar hier diese Mäuse, die mir jetzt gerade meine Feuerblume wegnehmen. Aber ja, prinzipiell ist der Weg unten lang der absolut richtige gewesen. So, das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, gibt es hier ein Secret Exit? Aber ich glaube, ich meine, es könnte halt hier überall was sein. Ja, da sind Münzen. Hier ist eine Tür. Oh, die ist fake. Halt die Schnauze. Also prinzipiell gibt es die Möglichkeit, dass wir hier das noch haben. Aber, na, wer weiß. Ach du Kacke. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Da gehen wir wieder zurück. Ich hab's verstanden, Spiel. Lustige Falle. Hahaha. So, jetzt schleudert's hier noch einiges. Ich meine, mit Starcoins kann man mich jetzt nicht mehr baiten, weil, naja, also, ne, ich hab halt schon alle. Sorry dafür, dass ich euch hier enttäuschen muss. So, und jetzt geht's hier rein. Ich meine, prinzipiell gibt es immer einen Secret Exit in Geisterhäusern. Das ist in den Originalspielen zumindest immer so. Aber da wir jetzt ja auch hier, warte mal, kann ich da drauf stehen? Ja, da wir jetzt auch hier in dem Game mehrere Geisterhäuser haben, kann ich mir auch vorstellen, dass das eben hier nicht so ist. Wir erfahren es jetzt gleich. Und ich glaube, wenn es einen gibt, irgendwo im hinteren Levelbereich. Nein, es gibt gar keinen. Wunderbar, Freunde. Dann schauen wir uns jetzt erstmal den Geister-Lakitu an. Ich liebe es ja immer, dass die alle hier so unterschiedliche Designs haben. Oh, jetzt einfach schwarz-weiß. Ich glaube, er ist dead. Oh mein Gott, da kann man 4 Propellerpilze kaufen. Oh mein Gott, was ist das für ein Shop? Und ich kaufe mal wieder hier so ein paar normale Pilze. Die kann man auch immer gut brauchen. Okay, das ist halt mit Abstand der beste Shop. Holy moly. Wir haben ja auch 17 Propellerpilze. Das ist halt das beste Item. Punkt, aus, Ende. Kann man sagen, was man will. So, Challenge House E. Das letzte war schon ein bisschen herausfordernder. Aber bisher konnten wir alle eigentlich immer ganz gut machen. Sehr schön. Dich nehmen wir mit. Bam. Ja. Immer hier schön präzise Wandsprünge machen. Ja, nice. Sogar noch 10 Sekunden oben auf der Uhr. Das geht total fit. Und itemtechnisch kriegen wir präsentiert Eis, Feuer, Eis. Die Blumen kann man immer gut brauchen. Das ist immer ein solides Item, mit dem man eigentlich nie wirklich was falsch machen kann. Schön. So, und jetzt, oh boy, jetzt geht's sogar schon in den Tower. Und warum ist da so ein roter Schalter dahinter? Okay, da sind ganz viele rote Schalter. Okay, der Tower scheint irgendwas mit Knöpfen zu tun haben. Mit roten Ausrufezeichen-Knöpfen. Mit denen können wir wahrscheinlich
maybe das Licht an- und ausmachen, kann ich mir vorstellen. Oder, naja, mal gucken. Und wir kriegen das Hammer-Item. Und ich glaube, das ist krass, weil ich glaube, dass man... Ja, richtig, man kann damit Buhus killen. Es ist aber das einzige Item neben dem Power-Stern, mit dem man Buhus killen kann. Und das ist wirklich natürlich in so einem Turm eine ganz, ganz, ganz große Sache. Wartet mal. Hier ist zum Glück noch mein Item. Sehr gut, das passt. Weil so kann man sich ein bisschen hier den Weg frei halten. So, aber wie komme ich jetzt da oben hin? Warum habe ich nur das Gefühl, hier ist irgendwo ein P-Switch? Dass ich da unten hinkomme. Oder wie stellt sich das Spiel das vor? Ich meine, ich kann die ja auch nicht einfrieren oder so. Aber irgendwas... Wie hat sich das Spiel das vorgestellt? Hä? What the hell? Einfach von hier... Ach, wahrscheinlich einfach von hier hüpfen, ne? Ja, oh, nee. Oder doch? Moment mal. Jetzt verziehst du dich erstmal, dass ich hier genug Platz habe. Nein, noch nicht. Neuer Versuch. Yes, genau so. Okay. Gar nicht so einfach, hier so einen passend präzisen Sprung zu setzen. Aber alles in allem Wunderbärchen. So. Und jetzt gucken wir mal weiter. Hier oben aufpassen, da kriegen wir jetzt nämlich gleich ein Fass in die Fresse. Genau. Oh mein Gott, dass ich gerade über dieses andere Fass drüber gekommen bin, war pures Glück. Das habe ich null kommen sehen. Aber ich bin einfach übertrieben skillig über den drüber gehüpft und habe ihn dann sogar noch mit einem Hammer erwischt. Sehr geil, das gefällt mir. So, und wir testen natürlich jede Tür aus, die wir hier finden. Das ist ganz klar. Aha, und da muss ich mich bestimmt beeilen, oder? Safe muss ich mich da beeilen. Genau. Oh boy. Ah. Okay, ich habe nur den Sturz der Kugel quasi überleben müssen. Dann wurde ich wieder freigelassen. Nice. So. Dann würde ich mal vorschlagen, hoch hier und weitersuchen. Ich mag die Musik, ich mag den Vibe. Und ich meine, wenn ich jetzt mal eine Sache raten müsste, ich bin mal ganz offen und ehrlich zu euch. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich wieder einen Custom-Boss... Das war unfair, weil man das fast nicht hat sehen können. Das hat man nicht sehen können. Der hat out of screen schon geboxt. Aber der Custom-Boss wird doch hier mit Sicherheit einfach nur ein großer Buhu sein, oder? Ich meine, ich hätte jetzt auch weiter nach oben gehen können. Warte mal, das ist einfach eine Reset-Tür, oder was? Okay. Jetzt kann ich mir den Weg frei machen. Ich sterbe. Nein, ich lebe noch. Okay. Sehr spannend. Keine Ahnung, ob es hier immer den richtigen oder falschen Weg gibt. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt immer schnell genug sein müssen. So, ich versuche irgendwie... Oh boy, oh boy! Ich bin tot. Asozial. Asozial. Sau schwer. Weil man so schnell auf das reagieren muss, was kommt, man kaum die Möglichkeit hat, hier irgendwie sich vorzubereiten. Keine Ahnung, ich versuche irgendwie so ein bisschen hier schneller als der Aufzug zu sein, dass ich mir den Weg ein bisschen schon vorher freiboxen kann. Ja, gar nicht so schlecht. Jetzt positioniere ich mich hier so. Ah ne, es geht sogar nach oben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, please. Genau, rüber. Zack, den muss ich treffen. Genau, zack, hoch. Aufpassen. Keine Ahnung, den werfe ich einfach mal. Keine Ahnung, ob mir das was bringt. So, ja, ja, Box drück, Box drück, Box drück. Na, mach die einen auf harten. Markiert den harten. Oh boy, ich muss... Wie lebe ich noch? Wie wurde ich noch nicht getroffen? So, mach beide einen Abflug, ja. Freunde, so weit, so gut. So, jetzt hier Beeilung. Warum habe ich nur das Gefühl, dass ich hier... Ja, genau, alle erwischen muss. So, jetzt hier Beeilung. Ich versuche hier wirklich schneller als die Plattform zu sein, was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht sieht, was auf einen zukommt. Aha. Das sieht doch spannend aus. Da muss ich doch safe hier den hier kaputt machen. Genau, dass es für mich weitergeht. So, der Aufzug kommt. Aber ist mir erstmal Wumpe, weil noch kommen wir hier ohne den Aufzug weiter. Oh boy, jetzt verkacke ich gerade. Mhm. Yes.
Oh, ich stehe so unter Druck, ne? Ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Oh, der Hammer. Aber er ist wieder da, sehr gut. Ich meine, die Plattform fängt ja quasi alles für mich auf, was runterfällt. Egal, ob das Gutes oder was Schlechtes ist. So. Und wir marschieren jetzt zum Boss. Das muss doch ein Buhu sein, oder? Also, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wir kriegen Lichtblöcke, um zu kämpfen. Ja. Alles klar. So. Oh boy. Freunde, der ist big. So, und was geht jetzt hier ab? Ah, muss ich den so zurückdrängen? Ah. Sehr interessant. Erinnert mich an ein Mario Party 1 Minispiel. Was ganz ähnlich funktioniert hat. Da hat man auch einen Lichtblock transportieren müssen, um am Ende einen großen Lichtschalter anzumachen. Und hat da eben auch so einen großen Geist vertreiben müssen. Das war gar nicht so einfach. Das war ein wirklich schweres Minispiel. Gerade auch, weil man da so Teamwork betreiben musste. Und die Bots sich da nicht immer sehr, sehr smart angestellt haben. Aber auch mit menschlichen Spielern war es alles andere als einfach. So, und das ist der absolute Lichtschalter. Oha! Ey, geiler Boss. Der hat ja mal mega Spaß gemacht. So, und das schaltet uns jetzt den Weg hier drüben zum nächsten Geisterhaus gleich frei. Aber das, Freunde, jetzt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Mit einer dicken Kanalmitgliedschaft supporten Sören Komora, JT90PRL, Hykris Ski und Imposern dieses Projekt. Ich danke euch.